Wort, das Fleisch worden ist und wird genannt Herr Jesus Christ, dein bitteres Leid, o großer Gott, da stärke mich in meinem Tod. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, heilige Gottesmutter, lasset uns beten, allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führ uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung durch Christus, unseren Herrn. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der unser Leben erleuchtet, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, seid alle herzlich gegrüßt. Der Advent ist wirklich eine Zeit der ansteigenden Freude. Gestern haben wir das Hochfest Maria Empfängnis gefeiert und heute dürfen wir in so großer Zahl hier gemeinsam uns zum Gottesdienst versammeln, anlässlich der Weihnachtsfeier eures Seniorenbundes. Ich freue mich, dass Moos August und sein Vorstand und alle Mitglieder dabei sind. Herr Bürgermeister, sei gegrüßt, dass du mit uns auch die Heilige Messe jetzt schon mitfeierst, Josef mit uns feiert. Wir wollen Danke sagen für eine so schöne Gemeinschaft, die ihr seid, auch dem Herrgott Danke sagen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man in Frieden und Freude und Freundschaft zusammenlebt. Es ist eine Gnade, die von Gott kommt und die von Menschen aufgenommen und gepflegt wird. So stehen wir hier in dieser Stunde und beginnen eure Weihnachtsfeier mit der Eucharistiefeier. Der Gedanke an die offene Tür, wie es am Sonntag hieß, wo wir Türhüter sein können, führt uns in die Feier ein. Türen öffnen für dich. Tag für Tag eine Tür nach der anderen öffnen. Meine Türen öffnen, an deine Tür klopfen. Auf die Suche gehen nach mir, nach dir. Türen öffnen zu meinen Träumen, meiner Sehnsucht. Wer bin ich? Was will ich? Wohin gehe ich? An Türen klopfen, voller Erwartung. Wo bist du? Wer bist du? Was willst du von mir? Tag für Tag Türen öffnen für dich, offen werden für dich. Tag für Tag Türen öffnen für dich, Herr und Gott. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Tag für Tag Türen öffnen für dich, Herr Jesus Christus. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Offen werden für dich, unser Herr und Gott. Komm, tritt ein, ich erwarte dich. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser. Er lasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Guter Gott, du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, um uns Menschen aus der alten Knechtschaft zu erlösen. Schenke allen, die auf deine Hilfe warten, die Freiheit des neuen Lebens.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Hören wir die vielversprechenden Prophetentexte. Lesung aus dem Buch Jesaja. Du Volk auf dem Berg Zion, das in Jerusalem wohnt, du brauchst jetzt nicht mehr zu weinen. Der Herr ist dir gnädig, wenn du um Hilfe schreist. Er wird dir antworten, sobald er dich hört. Auch wenn dir der Herr bisher nur wenig Brot und nicht genug Wasser gab, so wird er, dein Lehrer, sich nicht mehr verbergen. Deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Deine Ohren werden es hören, wenn er dir nachruft. Hier ist der Weg, auf ihm müsst ihr gehen, auch wenn ihr selbst rechts oder links gehen wolltest. Dann spendet der Regen für die Saat, die du auf dem Acker gesät hast. Das Korn, das auf den Acker heranreift, wird üppig und fett sein. Auf weiten Wiesen weidet dein Vieh an jenem Tag. Die Rinder und Esel, die dir bei der Feldarbeit helfen, bekommen würziges Futter zu fressen, das man mit Schaufel und Gabel gemischt hat. Auf allen hohen Bergen und stattlichen Hügeln gibt es Bäche voll Wasser am Tag des großen Mordens, wenn die Türme einstürzen. Zu der Zeit, wenn der Herr die Leiden seines Volkes heilt und seine Wunden verbindet, wird das Licht des Mondes so hell sein wie das Licht der Sonne. Und das Licht der Sonne wird siebenmal so stark sein wie das Licht von sieben Tagen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir sagen euch an, wir lieben Athen. Sehet die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit. Machet dem Herrn Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr ist unser Richter, der Herr gibt uns Gesetze. Der Herr ist unser König, er wird uns retten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit zog Jesus durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich
und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Er gebot ihnen: Geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, heute am Mariensamstag, wir gedenken heute auch in besonderer Weise des heiligen Juan Diego, des Hirten, der in Guadalupe, Mexiko, um 1530 herum eine große Erscheinung der Mutter Gottes haben durfte, was die Bekehrung Südamerikas im Grunde auslöste, beginnend und zwar wirklich hin zum christlichen Glauben, nicht so wie ihn die Fremdherrscher ihnen gezeigt haben, sondern wie er von Jesus Christus her sich uns Menschen anbietet. An diesem heutigen Gedenk- und Festtag haben wir sehr schöne, frohe Texte gehört, zuerst vom Propheten Jesaja, dass in einer Zeit, wo es dem Volk Gottes gar nicht so gut gegangen ist, sie sind aus eigener Schuld in der Abwendung von Gott in große Bedrängnis geraten, ja sogar in Verbannung, 70 Jahre nicht in ihrer Heimat sein dürfen. Momentan in diesen Tagen sehen wir voll Besorgnis auf das Land Israel. Ihr habt gehört von den ersten Toten, die es auch schon gibt mit dieser Entscheidung, die da die letzten Tage gefällt wurde. Papst Franziskus hat uns schon am Mittwoch zum Gebet aufgerufen und die Verantwortungsträger der Politik zu Vernunft nicht errütteln an Dingen, die über Jahrzehnte versucht worden sind aufzubauen. Ja, in diese Bedrohung, die auch heute ist, kommt auch dieser Prophetentext hinein. Und der Prophetentext sagt, Gott will für uns Segen. In schönen Bildern beschreibt er das, sogar in landwirtschaftlichen Bildern beschreibt er das. Üppiges Dasein beschreibt er, selbst für das Vieh. Wir sind in einer Zeit momentan, wo wir zurückblickend auf die letzten Jahrzehnte wirklich sagen können, ja, wir haben so viel Segen jetzt erleben dürfen, die letzte Zeit nach dem Krieg, so viel Segen, im Grunde eine christliche Hochblüte, wie es selten war, nämlich für das ganze Volk. Es war eigentlich die erste Zeit, wo jeder Mensch wirklich für sich als Mensch so viel Gutes auch erfahren konnte. Natürlich mit dem Beibringen des eigenen Fleißes, aber an dem hat es in unserer Gegend nie gefehlt, aber auch mit dieser klaren Ausrichtung, mit der Bitte um den Herrgott, an den Herrgott um seinen Segen. Ich glaube, gerade wenn ihr euch als Senioren versammelt und ihr habt es oft getan hier im Gottesdienst, das ist auch ein Verdienst des Seniorenbundes, auch der Führung, dass wir hier das festgehalten haben, uns einmal in der Woche zu treffen, zum gemeinsamen Danksagen über den Sonntag hinaus. Am Freitag, sogar ein bisschen verbunden mit den Kindern, dass sie sich das auch von euch abschauen können, dass Opa und Oma in unseren Zeiten sogar Uropa und Uroma nicht auf dem Herrgott vergessen. Das haben wir erleben dürfen, diese Ausrichtung auf den Herrgott und bitten und allen Grund zum Danken. Und so möchte Gott es, sagt es der Prophet. Und so kann er es auch wirken, allerdings immer nur im Zusammenspiel von Gnade und menschlicher Freiheit und menschlicher Natur.
Im Evangelium sagt es Jesus noch viel deutlicher: Gott ist uns ständig liebevoll zugeneigt und er möchte den Segen, er möchte das Heil für jeden von uns. Und es erbarmt ihn, wo Menschen müde und erschöpft sind. Denn wir merken, wir kommen schon langsam wieder in eine Phase, wo sich in unserer Kultur die christliche Hochblüte leider verflüchtigt hat, muss man wirklich so sagen, zumindest vom kirchlichen Leben her. Gott sei Dank tragen wir noch das Erbe mit, die Geistigkeit, die Humanität, die Nächstenliebe, das Zusammenhelfen, das sind ja alles christliche Früchte, die wir da jetzt auch noch miterleben können, die auch von den Jungen so noch übernommen worden sind und gepflegt werden. Das ist noch da, aber wir merken auch schon wieder viel Erschöpfung, viel Müdigkeit, auch viel im Grunde ausgebeutet werden von Menschen. Wo Gott zur Seite kommt, tritt wieder ein Götze hervor. Und die sind nicht zur Freiheit des Menschen, sondern da kommt Versklavung. Haben wir heute auch schon gehört im Tagesgebet. Also wir sind durchaus in einer Zeit, die wieder ernsthafte Entscheidungen braucht, gute Entscheidungen braucht. Die Politik bemüht sich ja darum, aber es braucht dann vor allem auch wirklich die Erfahrung des Lebensalters, die zugutekommen kann, denn denen, die jetzt die Entscheidungen treffen müssen und die Wege vorangehen müssen. So sagt uns Jesus, er ist uns in Erbarmen zugeneigt, ständig, wo wir schwerer tragen am Leben. Und er möchte, dass wir da Stärkung und Heil erfahren. Heilt die Kranken, treibt die Ungeister aus, macht die Aussätzigen rein. Das sind lauter Worte, die für uns auch gelten, übertragen, verstanden. Ja, Krankheit haben wir auch genug in unserer Kultur zu tragen, neue Krankheiten sogar. Und wir haben Ungeister zu bekämpfen. Wir müssen lernen, wirklich zu unterscheiden, was treibt eigentlich mich gerade? Ist es der Heilige Geist? Wunderbar, dann soll man sich treiben lassen. Oder ist es ein Geist, der nicht aufbaut? Dann soll man ihn gefälligst stoppen und nicht ausbreiten. Ich habe es ja gestern gesagt, wo ein Mensch über den anderen schimpft, das ist immer ein Zeichen, dass noch nicht das reine Herz da ist. Nicht in dem, über den geschimpft wird, sondern in dem, der schimpft. Und dass man da lernt, die Geister zu stoppen rechtzeitig und sagen, hallo, ich will ja einer sein, der das Gute ausbreitet. Ich bin ein Glied Christi an seinem Leib. Denn so endet das heute. Gott bringt seinen Segen durch uns Menschen, durch uns Christen, durch uns Jünger, wenn wir in der Jüngerschaft sind. Ihr seid die, die den anderen quasi da Heil bringen können. Aus dem Geist Gottes, aus dem Geist Jesu Christi heraus. Dürfen wir uns heute darüber freuen. Auch der Aussatz ist angesprochen. Die Reinigung des Herzens. Ich habe es in dem Pfarrbrief wieder reingeschrieben jetzt. Wirklich diese Entsühnung sogar, ja, diese Befreiung von allem, was man da auch im Lernen des Lebens auch an schuldig bleibt oder Schuld auf sich lädt. Da befreit werden davon, das ist auch ein Riesengeschenk Gottes, gerade im Alter versöhnt sein können dann. Nicht etwas immer versteckt, auch für sich selber versteckt mitzuschleppen und dann die Lebensfreude verlieren. Das will Gott nicht. Er bringt Freiheit, er bringt Freude in jedem Alter. Und da reden wir noch gar nicht von der Freude, die uns noch bevorsteht, die gar nicht mehr aufhören wird, so heißt es. Das ist unser Gott. Kein Wunder, dass wir gerne kommen im Danken und ihn um Kraft und Geist bitten. Das möge euch heute auch begleiten, wenn wir froh zusammen sein können. Wir wollen dieser Leib Christi sein, diese Gesandten Christi sein, die den Menschen das Leben schöner machen. Amen. Lasst uns in den Fürbitten vor Gott hintreten.
zu Jesus Christus, unserem Herrn und Gott, der bei uns ankommen will, lasst uns beten. Schenke uns ein waches Herz für die verborgene Gegenwart Gottes in unserem Alltag. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Familien, guter Gott, schenke allen Zeit für Ruhe und Besinnung, besonders im Advent. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die jungen Menschen, gib ihnen erfahrene, reifere Menschen, die sie begleiten. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Verantwortlichen in unserem Land, dass sie die Sorgen und Nöte unserer Zeit erkennen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Einsamen und Kranken, guter Gott, gib ihnen Kraft und Zuversicht in ihren Wochen vor Weihnachten. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, nimm unsere Verstorbenen, besonders die Mitglieder des Seniorenbundes, Leopold Griner, Maria Fragner, Stefan Wiesinger, auf in dein Reich des Friedens. Wir bitten dich, erhöre uns. So wollen wir auch die heutige Messintention einschließen. Der Seniorenbund für die verstorbenen Mitglieder und ungenannt als Dank und Bitte. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du, Herr, wirst kommen und die Welt und uns Menschen vollenden. Wir preisen dich und danken dir in dieser Zeit und in alle Ewigkeit. Amen. Seiner heiligen Schar und erstrahlen wird an jenem Tag ein großes Licht. Halleluja. Sieh, der Herr kommt in Herrlichkeit und mit seiner heiligen Schar und erstrahlen wird an jenem Tag ein großes Licht. Halleluja. Sieh, der Herr kommt in Herrlichkeit und mit seiner heiligen Schar und erstrahlen wird am jenen Tag ein großes Licht. Halleluja. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in dieser Feier erfüllen wir den Auftrag deines Sohnes. Nimm unsere Gaben an und gib der Kirche die Gnade, immer und überall sein Opfer zu feiern. Schenke uns durch dieses Geheimnis dein Heil, das du der Welt bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist für dich und dich. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der verlorenen Menschheit als Erlöser verheißen. Seine Wahrheit leuchtet den Suchenden, seine Kraft stärkt die Schwachen. Seine Heiligkeit bringt den Sündern Vergebung.
denn er ist der Heiland der Welt, den du gesandt hast, weil du getreu bist. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt.
dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deiner barmherzigen Liebe, die wir in deinem Mensch gewordenen Sohn schauen. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im Heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt euch das Zeichen Jesu Christi Frieden und Versöhnung. Friede sei. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr hatte Mitleid mit ihnen, die Schafe ohne Hirten sind. Lasst uns jetzt den Herrn aufnehmen, mit einem vorbereiteten Herzen. Die Kirche lehrt, wer imstande der Gnade ist, auch die jährliche Beichte vollzieht, der kann einen wirkungsvollen Kommunionempfang erleben, dass das Äußere mit dem Inneren zusammenstimmt. Geistlich bitten wir alle, dass seine Liebe uns ganz erfülle. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben.
Tuch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr, der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der halbe Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum Ende bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß Antag. Lasset uns beten. Sieh, ich komm bald und mit mir kommt mein Lohn. Ich werde jedem nach seinem Tun vergelten, so spricht der Herr. Barmherziger Gott, komm durch dieses heilige Mahl uns schwachen Menschen zu Hilfe. Reinige uns von aller Schuld und mach uns bereit für das kommende Fest in deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gläubige, wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen. Danke euch für euer Kommen und Mitfeiern. Ich darf an dieser Stelle schon meine Grußworte richten an euch vom Seniorenbund, an Moser Gustl eben und dem ganzen Vorstand und allen Mitgliedern. Ich habe euch immer erleben dürfen, diese Jahre, wo wir jetzt gemeinsam sind und vorher schon Josef, 11 Jahre hast du ja, lieber Gust, als Obmann diese Gruppe geführt und bist dir vorgestanden. Ich habe euch immer erleben dürfen als Menschen, die lebensfroh sind, die zusammenhelfen, die einen Humor haben, eine Freude, die Dankbarkeit haben für alles Gute, die zur Kirche stehen. Wie gesagt, schon erwähnt, diese Seniorenmessen am Freitag, das ist ganz was Wertvolles, dass es so auch nicht mehr überall gibt. Ich freue mich mit euch, dass ihr die Gemeinschaft miteinander so gut pflegt. Denn das ist einer der größten Werte, die wir als Menschen hier auf Erden haben können. Dass jeder seinen Platz hat in der Gemeinschaft und geschätzt wird mit seiner Art, mit seinen Möglichkeiten, innerhalb seiner Grenzen auch. Das ist Himmel, das tut gut. Und das kommt nicht von alleine, das fällt nicht vom Himmel. Das braucht das Zusammentun vieler Menschen in einem guten Geist. Und das habt ihr, glaube ich, diese Jahre jetzt wunderbar gelebt und erlebt. Und dabei auch viel Schönes erlebt. Eure Reisen, die ihr immer macht, was ich so mitbekomme, die größeren und auch die Ausflüge, auch Wallfahrten. Das soziale Engagement, das ich durchhöre immer wieder, eben das ein Auge auf den anderen haben und eine Hand für den anderen haben. Das ist eine wunderbare Haltung. Und ich denke, das ist eben die Frucht auch einer Lebenserfahrung. Das ist so schön ist und am besten miteinander
geht. Nun, nach diesen 11 Jahren, Gust, hast du gebeten, dass ein anderer vorgespannt wird, oder besser gesagt, sich vorspannen lässt. Und ich freue mich für euch, dass ihr wieder wen gefunden habt, der sich da bereit erklärt. Ganz geschickte Leute, wie ich schon vernommen habe. Ich denke, auch im selben Geist, auch im selben religiösen Geist. So wünsche ich euch nach der Wahl heute, dass ihr dann wirklich auch in der kommenden Zeit das so weiter entfalten könnt, für unsere Zeit, für die neuen Zeitumstände auch. Auf jeden Fall immer so, dass es miteinander schön ist. Das wollte ich heute als kleine Gruß- und Dankworte sagen. Ich kann noch kurz dabei sein, um auch die Einzelnen zu grüßen, fahre aber dann nach Linz in unseren neuen eingesegneten Dom. Da wird heute eine Diakonenweihe sein von zukünftigen Priesterkandidaten. Die werden nächstes Jahr zum Priester geweiht, haben bei uns studiert, kommen aus Nigeria. Ihr kennt unsere Not im kirchlichen Bereich und ich werde immer klarer, dass das, was uns der Bischof bei der Visitation bei der letzten gesagt hat, was er allen Pfarrern sagen könnte, aber uns hat das auch gesagt. Schaut, dass eure Kinder zum Glauben hin erzieht, die Eltern und die Großeltern und die Urgroßeltern. Werdet nicht müde zu raten aus eurer Lebenserfahrung. Nicht von Anfang an sagen, da mische ich mich nicht ein, das sollen die machen. Werdet nicht müde zu raten. Der Herrgott tut es auch ständig durch seine Propheten. Natürlich lässt man ihnen die Freiheit. Entscheiden müssen sie. Dann muss man sagen, da kann ich jetzt nichts mehr machen, ich habe meinen Rat gegeben. Aber nie aufhören, zum Guten hinzuraten und das voranzugehen. Ich glaube es nicht und es kann auch nicht sein, dass wir dieses schöne Gut so im Zeitgeist dahinfliegen lassen und zum Schaden der kommenden Generationen. Mit allen Kräften, die jedem gegeben sind, besonders mit der Kraft des Herzens, die bleibt, auch wenn die Körperkraft abnimmt, können wir Zeugnis geben an diesen Reichtum, den wir im Religiösen haben, und wieder neue, eigene, mit der Mentalität und mit der Kultur unseres Volkes vertraute, auch geistliche Menschen für unser Volk haben. Also schließt uns ein wenig mit ein, wenn heute diese Weihe vollzogen wird. Sind wunderbare Menschen, die die Heimat verlassen haben, um bei uns zu dienen. Aber es möge uns auch wieder ein Ruck sein. Wir haben vor Ort da eine Aufgabe zu erfüllen. Euch jetzt noch einmal einen gemütlichen Vormittag, denn seine Aufgaben erfüllt man am besten, wenn man gestärkt ist, wenn man sich miteinander in Freude getroffen hat, und einen guten Verlauf, eine gute Zukunft des Seniorenbundes. Bitten wir darum um den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt. Er segne und heilige euch durch das Licht seiner Gnade. Er mache euch standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. Die erste Ankunft des Erlösers sei euch ein Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. Das gewähre euch der dreieine so sehr liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen.